So, jetzt bin ich mal ein bisschen weiter weggefahren. Hab mein ganzes Taschengeld zusammengekratzt, den Tank voll gemacht. Jetzt bin ich hier, da ist ja heute so eine Oldtimer-Rallye. Ich bin hier rumgekutscht durch die Gegend, habe mich zweimal verfahren. Baustellen, das ist das übliche Problem eben. Jetzt bin ich hier angekommen, am Hotel, ja, Landshut, oder wie das heißt. Ich habe jetzt keine Brille auf. Also zumindest hier am Hotel. Hier haben sie die Wiese frei gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier parken darf, aber hier stehen schon zwei Autos. Dachte ich, stell sie mit daneben und gut, abgeschlossen. Jetzt gehe ich ein bisschen wandern, ein paar Fotos noch machen. Hab ja noch Zeit. Es geht ja erstmal, glaube ich, 14 Uhr noch irgendwas los. Ich bin relativ zeitig da. Bloß gut. Und dann gucken wir mal. Ein bisschen windig ist es heute noch. Ja, aber ansonsten geht's. Darf bloß nicht regnen. So, dann gucken wir mal. So, und hier drüben. Da ist das Hotel. Oh, ich habe im Internet geguckt, da gibt es verschiedene Routen, wie man fahren kann. Autobahn, Landstraße und sowas. Und da habe ich einmal bloß das Navi angemacht. Ja. Und wieder vertraut. Und wieder verfahren. Aber es liegt an den blöden Baustellen. Überall wird gebaut und gebaggert. Warum auch immer. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich muss ja auch aufpassen, dass mich kein Auto überfährt. Ihr wisst ja, nur Verrückte. So, gehen wir mal ein Stück. Ich will jetzt nicht auf der Straße rumlaufen, da gibt es keinen Weg. Da gehe ich einfach mal über den Parkplatz. Gut. Mal gucken. Ja. Ich hoffe bloß, dass es nicht regnet. Und ich hoffe, dass man den blöden Wind nicht so hört auf dem Mikrofon. Aber gucken wir mal. Wieder warm. Erst wird es kalt, dann wird es warm. Ich hätte mich auch auf den Parkplatz hier stellen können. Aber naja, gucken wir mal. Kommen wir hier unten? Oh, ich gehe mal hier runter. Bisschen rumlaufen. Ah, hier haben sie schon eingedeckt. Für die Leutchen. Dann Kaffee und Kuchen. Vielleicht gehe ich dann auch noch mal was essen da drin. Schön gemacht. Da wird ja heute was los sein. Ja. Sich ein bisschen bewegen tut auch mal wieder gut.
So, und wie geht's eigentlich vom Wind? Komisch. Na gut. Ich habe mal jetzt ein bisschen zum Wandern die DJI-Gimbal mitgenommen. Für die paar Minuten reicht das Teil. Hoffe ich ja zumindest. Das ärgert mich heute ein bisschen, dass man wieder alleine kutschen musste. Keiner hat wieder Zeit. Alle sind im Stress. Aber so ist das nun mal. Komisch, hier ist auch was abgesperrt mit Elektrozaun. Komisch. Ja, vielleicht darf hier keiner in den Wald rein. Weiß ich nicht. So richtig Lust hatte ich früh nicht aufzustehen und loszufahren, weil ich eben alleine fahren musste. Aber habe ich mir auch gesagt, scheiß drauf, wie du wieder zu Hause rumhängst. Gehst du ein bisschen raus. Es ist in der Nähe von Chemnitz ist das Ganze. Ich habe bloß keinen richtigen Streckenplan gefunden. Das könnte man sich irgendwo schön an den Waldrand stellen, Kamera aufbauen in Ruhe und dann die schönen Autos filmen. Und da habe ich mir entschlossen, hier an das Hotel ranzufahren, wo sich alle treffen, dann 14 Uhr, glaube ich, 45 oder irgend sowas. Stand zumindest im Internet drin. Und dann werden die hier alle auf dem Parkplatz stehen, da kann man dann in Ruhe ein bisschen filmen. Vielleicht lasse ich die Drohne noch fliegen, wenn nicht zu viel Wind ist. Mal geht's nicht. Also im Moment ist ja relativ windstill. Naja, mal gucken. Hat ja noch Zeit. Ich wollte eigentlich auf der Strecke ein bisschen filmen, mich hinstellen mit dem Stativ, Kamera drauf. Aber alleine macht sich das immer ein bisschen blöd. Ist mir dann stressig. Man muss dann fotografieren, will ich ja auch ein paar schöne Bilder haben. Das große Tele habe ich noch mit, das 500er. Dann den Gimbal will man noch ein bisschen was filmen und man hat ja nur zwei Hände. Das ist immer das Problem. Und wenn man da alleine steht, muss man sich entscheiden, was man macht. Und da will ich jetzt bloß die Videokamera und den Fotoapparat dann aufstellen. Na, gucken wir mal, was wird oder was nicht wird. Bis jetzt ist das Wetter ja relativ gut. Ein paar Wölkchen haben sie ja gesagt, ein bisschen Wind haben sie auch angesagt. Aber Regen soll eigentlich keiner kommen. Und morgen soll es ja noch ein bisschen schöner werden. Oh ja, der Wind stört mich nicht weiter, aber ist hier ein bisschen lästig mit den Mikrofone, wenn man da jedes Lüftchen drinnen hört. Das stört mich ein bisschen. Oder ich muss es wieder nachvertonen oder ich lasse es so. Weiß ich noch nicht, wie ich es mache. Aber gucken wir mal, ein bisschen laufen. Hier ist der Elektrozaun wieder weg. Eigenartig. Na gut. Was haben wir hier? Löschwasserentnahmestelle. Naja, viel ist nicht mehr da. Ach, das kommt hier raus und fließt dann rum. Ich habe mich jetzt gerade gewundert. Wasserentnahmestelle müsste normalerweise voll sein. Hä? Sieht so leer aus, aber hier seht ihr ja, hier kommt's raus. Da kommt's raus. Ich habe ja keine Brille mit. Wieder vergessen. Ja, und an dem Ende hinten, ich will bloß nicht so weit vorgehen, nicht, dass ich reinfalle. Und an dem Ende da hinten, da läuft es wieder raus. Aber ich werde mir mal hier durch krabbeln, wenn ich schon mal hier bin. Was ist das? Mücken. Komisches Zeug hier. Upsala. Ja, und hier geht der Bach den Bach runter, wie man so schön sagt. Aber ich laufe mal hier lang. Ist alles so weich. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Schön, Ruhe.
So, hier unten geht's weiter, Plätscher, Plätscher. Könnte ich mir eigentlich die Hände waschen. Ja, ich wollte eigentlich das Lenkrad auch sauber machen, bevor ich da los bin. Aber ihr kennt das ja. Denkt mal wieder nicht dran und vergisst alles. Aber hier unten ist eine schöne Stelle. Da kann ich hin und kann ich mir mal meine Patschhändchen waschen. So. Das Teil stelle ich mal hier unten irgendwo hin. Na, jetzt soll es mal stehen. Geht's nicht? So. Da kann es mal für 2-3 Minuten das Wasser füllen. So. So, die Hände ein bisschen trocknen. Gut, Hände gewaschen. Gehen wir weiter. Ich darf mich bloß nicht verlaufen, dann ist der Tag wieder im Eimer. Ich muss bloß gucken, wo ich lang muss, oder ich gehe unten rum und dann hinten wieder hoch. Mal sehen. Ein paar Fotos noch machen. Ja, aber irgendwie kommt mir das so hell heute vor. Könnte sein, dass hier unten irgendwie ein kleiner See ist. Irgendwo muss das Flüsschen rauskommen. Denke ich mal zumindest. Und überall Mücken. Da wird es mich heute Abend wieder jucken auf der Rübe. Mütze habe ich auch wieder vergessen. Ach Mann, ich bin so durcheinander heute. Oder man kommt hier unten raus und dann kann ich am Parkplatz oben wieder Zeug laufen. Ja, mal sehen. Ab und zu mal ein paar Bilderchen machen. So. Aber es kann sein, dass hier auch ein paar Leute langgelaufen sind. Sieht zumindest so ein bisschen danach auch so ausgetrampelt oder ein bisschen ausgetrampelt. Kann mich auch täuschen. Zu viel frische Luft ist nicht gesund. Das kann auch sein, dass das Wasser drin sind, wo es mal geregnet hat hier. Wer weiß. Ich darf bloß nicht auf die Nase fallen und hier runterkullern. So ein bisschen Saft muss ich dann noch aufheben. Ich darf nicht allzu viel füllen. Zumindest hier im Wald. Weil ich ja dann für die Autos noch ein bisschen was brauche. Da sieht das schön aus hier. Was sieht mir so hell aus hier auf dem Gimbel? Ja, nervt mich schon wieder, dass das nicht richtig funktioniert mit dem Aufnehmen heute.
Ja, hier unten ist auch ein kleiner Wasserfall. Zumindest sieht es so aus. Ein bisschen weiterlaufen. Irgendwo muss man ja rauskommen. Autoreifen liegt ja auch wieder rum, hat wieder einer sein Zeug entsorgt. Sowas finde ich zum Kotzen. Hab gerade mal geschaut, nicht dass ich zu spät bin. Also eine Stunde habe ich noch Zeit. Da kann ich schön gemütlich noch ein bisschen rumwandern. Ja. Geht's. Das macht's. Wieder eine Mücke. Ah ja, doch ein Trampelpfad. Kann man doch hier unten lang gehen. Er geht da lang. Ja, und dann hier hoch. Okay. Komische Geräusche. Bin ja gespannt, wo ich hier rauskomme. Ach, siehst du, hätte ich doch gleich hier unten. Hier ist der Parkplatz. Genau. Hätte ich doch gleich vom Parkplatz da runterlaufen sollen. Aber ich wusste nicht genau, kommt man jetzt dahin oder kommt man nicht dahin. Ist fast so wie so im Urwald hier. Wahnsinn. Richtig schön. Ich gehe mal noch ein Stück weiter. Vielleicht mache ich auch zwei Teile draus. Das eine Teil mit den Autos und das andere Teil hier vom Wandern. Macht sie vielleicht besser. Gut, gehen wir weiter. Muss ich kurz gucken, wo es wieder rausgeht. Nicht wieder überall vollgeschmiert mit irgendwas. Extra neue Hose angezogen heute, damit es ein bisschen schön aussieht. Aber schon wieder dreckig. Aber das ist so, wenn man hier im Wald rumwandert. Sollte man ein anderes Schuhwerk anziehen. Ich habe auch bloß meine Turnschuhe an, das macht sie ein bisschen nicht gut. Aber geht schon. So, und hier unten. Hier unten ist dann im Prinzip so ein bisschen die große Wiese vom Parkplatz. Und hier oben irgendwo müsste dann ja, da hinten irgendwo ja, das Auto stehen von mir. Es zieht auch schon wieder ein bisschen zu, aber gucken wir mal. Der eine Wetterbericht sagt, es könnte ein bisschen regnen, der andere sagt, es regnet nicht, bloß Wind, ein bisschen Sonne, aber lassen wir uns da einfach mal überraschen. So, die Belichtung habe ich jetzt mal auf manuell. Mir sah es vor uns so aus, wenn ich auf Automatik gehe, dass das alles viel zu hell aussieht.
Aber sehe ich da wieder auf dem Computer zu Hause und da kann ich mich wieder rumärgern, dass es nicht geworden ist. So, jetzt muss ich mal gucken. Da oben ist irgendwo die Straße und da oben irgendwo steht das Auto. So. Ich darf bloß nicht zu weit laufen, dann schaffe ich es wieder nicht pünktlich zurück. Ist auch nicht gut. Ich muss mal sehen, ich wollte ja an die Pastei nochmal, da habe ich jetzt ein paar Sachen gefunden wieder im Internet. Aber das muss ich mal einrichten, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Und vielleicht mir einen Rucksack noch zulegen, wo ich alles reinpacken kann. Das macht sich immer blöd, wenn man die Taschen so umhängen hat. Aber kennt ihr ja selber. So, also jetzt gibt es hier nichts Sehenswertes weiter zu gucken. Ich werde mal langsam wieder zurückgehen. Aber erstmal noch ein paar Meterchen schauen. Vielleicht gibt es da unten noch was Besonderes. Aber ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wo man da hinkommt. Aber der Wald hat schon was. Ich dachte jetzt wirklich, wenn irgendwo ein Flüsschen ist, das nach unten fließt, muss ja irgendwo ein kleiner See sein, wo es dann reingeht. Aber wahrscheinlich kann man laufen, laufen, laufen und irgendwann kommt man da mal zu so einem kleinen See, wo das Flüsschen endet. Ah ja, nicht so schlimm. Ich hoffe ja, dass ich dann noch was in der Gaststätte essen kann, dass da ein Plätzchen noch für mich ist. Ansonsten muss ich mal irgendeine Limo holen oder eine Cola und draußen was trinken dann. Aber sehen wir ja, wenn sie alle da sind, wie viele Massen das sind. Und die machen ja, ja so eine Kuchenpause, steht zumindest im Internet drin. Und dann machen die, glaube ich, 15 Uhr, muss ich jetzt mal echt gucken, ich glaube so 15 Uhr rum. Kurz nach 15 Uhr machen sie alle wieder los. Ja, und das will ich eigentlich dann auf der Kamera haben. Und dann, wenn sie hier ankommen, das will ich auch noch drauf haben. Ah, hinten vom Blitz getroffener Baum. So, ich werde ja noch ein, zwei Fotos machen und dann würde ich sagen, gehe ich wieder zurück. War es das erstmal hier von meinem Wandervideo. Also wenn die Sonne hier so rauskommt, dann sieht das richtig schön aus hier in dem Wald. Wie so ein kleiner Märchenwald. Fehlt bloß noch der Waldschramm und die kleine Fee. Gefällt mir. Schön. So, wieder zurück und nicht verlaufen. Es zieht wieder ein bisschen Wind auf, aber ich habe es geschafft. Jetzt geht es zum Auto, wird alles schön sortiert und dann gucken wir mal. So, jetzt gucke ich mir mal die Autos ein bisschen an. Man kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Mir fehlt einfach noch eine Kamera, ein Mann, kann man nichts machen. Ärgert mich ein bisschen, aber gucken wir uns mal die Autos jetzt an. Die Hersteller haben uns abgeschrieben, aber das landen sie. Die hatten falsche Brauchung.
Also wir haben von den 5 oder 6 Fahrern, wenn 6 Fahrer sind, haben wir 5 Striche drin. Schöne Kisten, kann man nicht meckern. Aber wenn du sagst, du bist ein Talsperrer, aber ein Talsperrer ist ja groß. Ja, so in der Nähe davon. Thank you.
sind schon Autos. Das sind auch Autos. So, schöner Mercedes. Ich wollte schon sagen BMW, aber der hat ja einen Stern drauf. Wie sieht schön aus, das Teil. Kann man nicht meckern. Ich hätte am liebsten die große Kamera noch irgendwo hingestellt, ein bisschen laufen lassen, aber ich kann mich nicht teilen. Schön.
So, ich würde sagen, Feierabend. Ich werde jetzt zum Auto gehen, alles einpacken schön und dann nach Hause. Gucken, was geworden ist oder was nicht geworden ist. Wind geht ja noch. Könnt ihr vielleicht die Drohne noch auspacken? Muss mal gucken auf dem Parkplatz oben, wie es aussieht. Wenn nicht so viel Wind ist, nehme ich mal die andere. Dann gehen wir nach Hause. So, oh, war schön. Was mich ein bisschen geärgert hat, dass ich nicht doppelt da war. Hätte ich noch mehr Filmmaterial, aber ich denke mal, das reicht. Den Rest sehe ich ja zu Hause dann. So, das ist das Hotel hier. Richtig, richtig schön gelegen. Ich habe gerade gesehen, hier wird eine Hochzeit gefeiert. Haufen Leute hier. Richtig was los. War schön. Wetter hat auch gepasst, hat nicht geregnet. Und ich bin zufrieden. So, ab zum Parkplatz. Aber ich merke gerade, hier oben windet es ein bisschen mehr wie da unten. Müde bin ich auch. Dann noch was essen zu Hause. Vielleicht gehe ich noch zum Trabi treffen. Das könnte ich auch noch schaffen. Akkus nochmal aufladen für unterwegs. Na, gucken wir mal. So. Feierabend.